herzlich willkommen beim SC Baden-Baden, beim ersten offiziellen Training live. Es freut mich so sehr, ich darf vor die Kamera, es ist so ungewohnt. Ich danke für alles, auch für euch im Chat. Es war einfach so herzergreifend, immer mitzulesen, wie sich alle meine Befreiung gewünscht haben. Die erste große Entscheidung steht an. Wir werden dieses Training heute live streamen. Es wird, du hast ja Sportsachen dabei, ne? Gehst du so? Das war jetzt mein Notequipment. Haben wir noch was für ihn? Trikots? Aber was sind das für Hooligan-Schuhe? Das sind ja so Ronaldo, das sind da keine Hooligan-Schuhe. Aber so mit so Aua machen. Ja, ja, das sind aber schon die richtigen für normales. Das sind Predators, Junge. Hör dir das mal an. Dankeschön. Dieser Verein soll ein Verein sein, den ihr zu Hause mitlenkt, mitsteuert. Die erste große Entscheidung steht heute an, denn ihr werdet entscheiden, wie das neue Logo vom SC Baden-Baden aussieht. Er hier, ihr erinnert euch vielleicht, letztes Jahr habe ich einen Aufruf gemacht auf Instagram. Wir brauchen jemanden aus der Region, wenn ich mal nicht da bin und wir trotzdem übertragen. Denn auch der SC Baden-Baden hat jetzt seinen eigenen Twitch-Kanal. Also in den meisten Fällen wird, wenn ich dabei bin, wird das auf meinem Kanal stattfinden. Aber es wird auch Spiele geben, da bin ich nicht da, da bin ich irgendwo und dann wirst du der Moderator sein. Stell dich doch mal selber vor. Und der Kommentator. Und der kommt zusammen mit Max Schradin. Max Schradin! Dennis Wörner mein Name. Bis jetzt habe ich mal kommentiert in der Volleyball-Bundesliga. Und da dachte ich mir, wenn ich Bundesliga kommentieren kann, dann kann ich auch Kreisliga kommentieren. Merk, du hast aber das sehen wir dann. Ohne Scheiß, wirklich. Markus Lanz. Ich habe einen, pass mal auf, ganz witzig. Ich fliege nach Mallorca vor 3 Tagen. Ich bin am Airport, sagt er, ich bin Spieler vom SC Baden-Baden, ich mache blau. Bei aber dir? Der ist raus. Ist raus. Und du bist der Trainer des SC Baden-Baden. Genau, ich bin der Spielertrainer vom SC Baden-Baden. Hat der Vorstand Thomas Volz ziemlich geschickt gemacht. Hat praktisch 2 Positionen mit einem Mensch besetzt. Also ich bin Spieler und bin auch Trainer. Ja, aber meistens so im Defensivverbund. Das ist so meine Stärke hinter... Nichts verstanden. Egal, mir muss der Verein nur gehören. Das ist der Marius Herrmann und er spielt nicht, weil sein Vater der Vorstand ist, sondern weil es sportlich auch passt. Seit wann in der ersten? Seit den 10 Jahren. Seit den schon 10 Jahren? Schon immer in der ersten Mannschaft, genau. Stammplatz auch für dich? Stammplatz für mich oben in der Bar, da gehen wir gleich mal hin. Hier ist praktisch unsere Heimat mit viel Potenzial zum Verbessern noch. Mit richtig viel Potenzial, da geht noch ein bisschen was. Ich erinnere mich, als wir hier waren beim ersten Spiel, gucken wir mal in die Duschen rein. Ja, ist nur kalt Wasser, aber das passt, oder? Das macht da nichts. Aber nur kaltes Wasser. Natürlich ist hier ein bisschen... Die Blumen hier. Zeig die schönen Sachen, Thomas. Dass wir hier Blumen haben an den Fliesen und sowas. Ne? Wir haben hier immer ein Duschgel für die Jungs. Also da ist Luft nach oben. Aber der Verein wird ja wachsen jetzt. Mit euch. Pass auf, eins ist klar. Wir machen hier heute ein bisschen mit. Ich sag dir, wie es ist. Aber dass wir hier schwitzen... Wir machen noch nicht komplett volles Potenzial. Oder? Nein, das geht nicht. Ich muss in den Dschungel und alles, wenn ich mir was breche. Ich muss in den Dschungel, du musst am Computer rumschrauben. Ich muss rumschrauben. Stell dir mal vor, wir tun uns was. Was findest du am SC Baden-Baden so faszinierend? Der Fußball, auch wenn ich selber keinen Fußball gucke, aber... Lieblingsspieler? Keine Ahnung. Super, wunderbar. Also, bist du heute auch dabei und dein Name? Johanna. Johanna, die Johanna. Könnt ihr euch auch gleich mal merken, wenn ihr hier mal irgendwann ins Stadion kommen solltet, sie sind alle für euch da. Wie eng sitzen 11 Fußballleute hier in dieser Sauna? Naja, das ist wirklich, ohne Scheiß, das ist ja wirklich, das ist, für mich wäre es nichts. Sag ich dir, wie es ist. Hätte heute auch noch was anderes zu tun gehabt, ja? Naja, was? Fürs Training immer bereit. Er sieht wirklich aus wie Bundesliga. Habe ich auch gespielt. Hast du wirklich gespielt? Nein. Aber genau so. Es ist einfach so, zack, habe ich auch gespielt. Geil. So, geiles Interview, ey. Wirklich, kann ich mir richtig vorstellen, wenn du ein Interview gibst, ist geil. Woran hat es gelegen? Was? So, weißt du, was sind die Fragen? Nach dem 2-0, wie hat man sich gefühlt? Ja, keine Ahnung. So, genau so. Das ist Fußball in Deutschland. Wir brauchen doch irgendwann ein neues Mannschaftsbild, ne? Brauchen wir. Ah, die sind natürlich auch, da muss man ehrlich sagen, die sind aber auch schon alle abgeranzt, ne, bei uns. Was? Abgeranzt? Die sind doch neu. Hier, Derby's da. Naja. Bring Dietrich dagegen nachher. Gut, wunderbar. Hier haben wir die Kabine. Das muss fürs Gastteam reichen, ne? Ja. Ja. Wie wird die Choreo aussehen nach dem Sieg? Bestens. Sieg. Geil. Wirklich krass. Ihr habt ein Spiel? Und die Knie an die Stange ziehen. Wir haben heute Training. Okay. Geil. Und das nächste Spiel? Das nächste Spiel haben wir am 13.8. wird live auch übertragen. Sie sind auch gerade live. Okay. Wird live übertragen mit allem Zip und Zap. Hinten ist ja noch. Aber wo sollen die 6.000 denn alle stehen? So steht's auf der Homepage. Also von daher. Ja, da hat da wieder irgendeiner ein bisschen überzogen wieder. Diese Werbetexte. Aber dafür muss der Verein auch ein bisschen stehen. Brandneu. Erinnere ich mich direkt wieder an Schulsportunterricht. Ich hab gekotzt, ey. Bundesjugendspiele. Ach, was? Hey,
Hast du eine Ehrendings? Nee, ich hatte niemals. Immer nur Siegerurkunde, ne? Ja, das ist dieses stets bemüht Ding, heißt das Teilnahmeurkunde. Das hatte ich. Ja. Teilnahmeurkunde. Ich war dabei, es war gar nichts für mich. Weil wir haben Bundesjugendspiele hatten wir schon gehabt ab der, ich glaube, 4. Klasse oder so, und da war ich noch zu blöd, um zu peilen, dass das überhaupt keine richtige Urkunde ist, sondern nur halt so ein Wisch, den du aus Kulanz noch bekommst. Müll. Weißt du, was das ist? Zum Dings? Ne? Bungee. Nee, Bungee. Nicht Frisbee. Wie Bungee heißt das? Jumping. Nee, wie heißt das? Curly? Nein, Curling? Nein. Das der ist Diskus, Diskuswurf. Der Diskuswurf. Wir sind gerade live. Ja? Oh, wo? Internet. 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 Wir sollen rauskommen an die frische Luft aus dem Internet. Rauskommen an die frische Luft. Der Rasen sieht so ein bisschen aus wie, also erinnert mich ein bisschen an dein neues Haus. Ja, aber guck mal. Jens, das war ja, eigentlich. Guck mal, das ist einfach nur eine Matte. Gut, dass es da der Vorstand nicht gesehen hat. Ey, den kenne ich doch, Eugen. Was machst du hier? Eugen, Alter, was haben wir in der Jugend alles überfallen, Alter? Bist du wieder da, Alter? Das ist Eugen. Weißt du noch früher? Ja, ja. Mit 15, 16? Ja, ja. War gute Zeit. War krasse Zeit. Du bist Eugen? Ja, bin ich. Das ist Eugen! Okay, verstehe. Ey, ich habe euch noch. Ich war letztens eine Raststattung gemacht. Das war ein Jugendfreund von mir. Natürlich, oben Rötterer Berggang. Das ist Eugen. Hast du Fahrrad jetzt auf einmal? Wo ist dein Roller? Zu Hause. Hast du Fahrrad? Ja, sportlich unterwegs. Krass, Alter. Wir machen heute Training. Ich bin ja kein Spieler. Mir gehört nur der Verein. Sehe ich noch so aus wie früher? Ja. Gut, Alter. Eugen, Alter. Du warst aber Pumpen. Brauereichef, oder nicht? Nee, leider nicht ganz. Du bist bei uns ein Spieler? Ja, bei euch ein Spieler. Boah, krass. Wo haben wir den gecastet? Modelagentur. Ja. Aus der Modelagentur. Krass, wirklich. Du kommst wahrscheinlich gerade von der Arbeit. Direkt von der Arbeit, genau. Ja. Wir werden heute alle Spieler vorstellen. Daniel Dietrich. Daniel Dietrich, kommst woher? Baden-Baden direkt. Baden-Baden direkt. Beruflich, normal, normales Leben? Leider nicht. Leider Controlling, also ziemlich viel Stress. Und abends, dann bist du hier noch am Start. Wie lange bist du schon beim Verein? Jetzt seit 2018. Welche Position? Außen, meistens Verteidiger, rechts oder links. Außenverteidiger, gut, okay. Bist du torgefährlich? Bist du trotzdem torgefährlich? So lala. Also so der Philipp Lahm. Was ist so die Geschichte, die dir noch in Erinnerung geblieben ist, so wenn du an uns denkst? Die Rollerzeiten, die waren schon cool. Ja, aber irgendeine Geschichte, irgendein Abend. Das mit dem Friedhof, wo wir euch erschreckt haben. Was habt ihr da gemacht am Friedhof? Ihr seid nach hinten gegangen und dann sind wir irgendwo aus dem Gebüsch raus. Dann habt ihr gedacht, Geister oder irgendwas. Was haben wir am Friedhof gemacht? Hast du deinen Namen schon gesagt? Noch nicht, ich bin der Halil. Halil, hi, grüß dich. Halil Zafidini, 29, Stürmer. Jan, dein Name? Jan, genau. Und dein? Semich. Okay, eure Position? Also offensiv. Offensiv. Alle beide offensiv. Genau. Ja, außen offensiv oder? Ist egal eigentlich. Außen eigentlich. Da, wo der Trainer euch hinstellt. Ich spiele hier seit fast einem Jahr. Ja. Seit einem Jahr? Ja. Geil. Welche Position? Sechser, manchmal Innenverteidiger. Grätscht die Leute ab? Ja. Echt? Nein, ab und zu mal, ja. Ich bin der Marius, ich bin Torwart, ja. Torwart? Erster Torwart? Ja. Okay. Und du bist besser als die anderen? Ja. Warum grinst? Ja, was soll ich sagen? Sind die anderen so schlecht? Nee, oder? Die sind auch gut. Aber? Konkurrenz halt, noch bis jetzt noch unbequem nicht. Unbequem die Schuhe, Alter, was ist denn das? Das sind ja wie so Turnschläppchen, so enge. Ja, mach doch mal das Preisschild ab. Tauschen doch um, ne? Der wichtigste Mann. Ja. Weil wenn einer Schuld hat, wenn wir verloren haben. Ja, bin ich immer schuld. Ja. Aber sag doch mal ehrlich, Johanna, das sieht doch viel zu eng aus. Es sieht einfach nur sexy aus, ehrlich gesagt. Ja? Ja, muss ich echt sagen. Darf ich vorstellen, meine Tochter Christine? Sie ist total aufgeregt. Nee, eigentlich nicht. Hi. Ah! Ja, toll, Christine. Ja. Hi. Was macht ihr hier? Wir sind zum Zugucken da. Echt? Genau. Ja. Einfach mal. Da freuen wir uns sehr, dass ihr hier seid. Ja, wir beide gehen mal kurz in die heiligen Hallen. Geht kurz rein. Gucken. Aber aufpassen, nackige Männer. Das ist für mich kein Problem, für Sie auch nicht. Wunderbar! Hallo, herzlich willkommen, Dennis, grüß dich. Alin. Hi. Was, Adin? Alin. Alin? Ja. Ah, okay. Was ist deine Position? Die unteren Ecke. Unten in der Ecke. Knossi, kannst du Rumänisch? Ja, natürlich. Timișoara. Ja. Welche Position? Unten links. Weißt du, an wen der mich erinnert? Ich wie heißt der? Shehan Shaqiri? Ah, Shehan Shaqiri. Shehan Shaqiri. Ja. Kennst du den? Ja. Tak, 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 immer. Das ist unser Ronaldo. Ihr kennt ihn auch aus dem Trimax-Spiel. Was hat Trimax gebettelt? Nehmt den Elfer raus. Weißt du, aber Trimax, man muss auch ehrlich an der Stelle mal sagen, Max, ihr seid auch mit Willi und allen möglichen Leuten hier angetreten. Ihr wart gar nicht so schlecht und sowas. Und dann noch zu betteln, nehmt unsere besten Männer raus, ne? Hier in der Gegend in 9 Spielen 20 Tore. Ich lasse es so stehen. Komm, Ball. Ich lasse es so stehen. Ja, da muss er halt, ja.
Und genau deswegen trainiert man heute. Ja, ich verstehe nicht, warum man da mit dem Kopf nicht hinkommt. Also. Oha! Oh. Hast du gesehen? Ja. Da schnauft schon die Lunge nach der nächsten Kippe. Wie old? Ey, wir sind alt, alt. Spanisch. Boah, Spanisch, Alter. Adam, how old? Me? Ja, 3, 6. 24 Hora. 24 Hora. Und wie lange schon hier? SC Banban? Ahora en Banban, estoy muy bien, alhamdulillah. Muy bien, Alter. Alhamdulillah. Bueno, lass doch den Hund mal da rennen. Ja. Wir haben doch einen großen Rasen. Wenn er, wenn er nicht kackt, ist okay. Nee, ja, dann lass ihn doch rennen. Ja? Na ja, komm. Das ist mein Platz. Lass deinen Hund mal rennen. Hachi, komm! Hol den Ball! Ui. Adam, Training. Nichtsdestotrotz haben wir heute zwei Trainingsgäste, die sich hier vorstellen. Zwei Trainingsgäste und ein Hund noch. Weiß nicht, was der Hund jetzt vorgehabt hat. Gucken wir mal, was in 9 Monaten passiert. A few moments later. Liegt's an der Sonne oder an der Ausdauer? Nee, ich bin froh, ich bin fit. Also bei mir ist wirklich, ich habe jetzt wegen Adam bin ich hier. Ich dachte, der braucht Hilfe vielleicht, ne? Ja, meine Aufgabe ist ja jetzt hier auch heute Abend wieder wie immer auch auf die Technik zu gucken und nur im Rahmen einer kurzen technischen Überprüfung habe ich jetzt einfach das kurzzeitige gesegnet. Also bin ich kurz hier rübergegangen. Ich sag euch ehrlich, das ist ja klar. Wenn man das jetzt 2-3 Wochen machen würde, dann würde es natürlich bei uns auch besser aussehen. 100%. Adam, der Chat wundert sich die ganze Zeit, was du da eigentlich machst. Los geht's, auf geht's. Abtraktion runter. Aufpassen, nächster, nächster. Und in der Anstelle dann. Komm! Dennis, ist das eigentlich legal, was ich da gemacht habe? Ja, warum nicht? Warum nicht? Aber warum hat das nicht jeder? Viele kleine, kurze Schritte. Gut für die Muskulatur. Ich muss ehrlicherweise gestehen, ich hätte gedacht, Adam ist fitter als Jens. Aber man sieht ja gerade wunderbar, Jens, der bereitet sich vor. Seven vs. Wild kommt immer näher. Und da bereitet er sich vor und zieht jetzt auch mit. Ja, eins, nächster Würfel, beide euch. Eins hab ich. Hopp! Dann beeil dich, Jens! Fertig! Scheiße! Nicht so schnell, Alter! Zweiter Durchgang. Mach nur einen zweiter Durchgang. Komm, renn doch, Junge! Komm schnell! Hopp! Hopp, hopp, er hat nur zwei! Wenn dir er in der Abwehr begegnet, Alter! Da brauchst du nichts mehr. Ja, sehr dank, Shakiri. Ja, Letscher, mir warte noch. Ihr alle kennt die TikTok-Videos, wenn sie die besten Tore zeigen, von Ronaldo und von den allen. Jetzt geht's darum, ne, dass ihr mal ein virales TikTok-Video habt. Wie gesagt, in Zukunft wird jedes Mal kommentiert mit Max Schradin zusammen. Der ist für den Hochdeutsch-Part zuständig. Und ich, an mir hört ihr dann jedes Mal, woher auch SC Baden-Baden kommt. Das ist nicht verstanden, Alter. Der ist auch für diesen Sport gemacht. Wenn du dem zuguckst, auch, das ist auch einfach geil. Ja? Also das ist eine gute Eckballfahne, der Adam. Adam, der einzige Sport, der für uns ist, Drachen steigen lassen. Wirklich geil. Was schreibt Chat? Größtenteils über mich. Ah, okay. Wirklich unangenehm, ne? Johanna, sag ehrlich. Es ist okay. Ich komme damit klar. Jens, du trinkst gerade Wasser, oder? Ja, ihr seht ja, da ist eine Flasche nebendran, der trinkt gerade was. Also. Man kommt sich vor, deswegen haben wir uns jetzt mal hier hingesetzt, dass wir da im Weg stehen. Dennis, ich glaube, ich habe mir so eine Rippe verrenkt. Brauchen wir zum Schießen zum Glück nicht, von daher viel Erfolg. Du darfst dreimal drauf schießen. Jungs, aufpassen, ich erkläre es nur einmal. Okay. Erklär es nur einmal, Adam. Wir starten hier in dem Korridor, Abschluss, zurück ans rote Hütchen. Dann kriege ich hier einen Flachpass reingespielt. Oh, shit. Wirklich? Wieder zurück ans rote Hütchen und dann von außen eine Flanke. Flanke? Boah, Mo macht Flanke und dann im Kopf. Abschluss. Und zurück.
Zurück, hier. Zack. Weißt du, Alter, gut. Oh, starker Schuss, Jens! Aber oh, auf Kopf! Auf Kopf! Jawohl, Flanke, dass er auch die Möglichkeit hat, das Ding zu verwerten. Nicht, dass der Torwart die Möglichkeit hat, das Ding von der Luft zu pflücken. Ich kann den Dinger, ich kann den Dinger nicht laufen. Ich nehme meinen normalen Schuh. 46 reicht dem Mann nicht. 46 reicht dem Mann nicht. Ist Jens nach Hause gefahren? Er hat das gleiche gemacht wie du gerade in dem Spiel. Gar nichts? Richtig! Knossi, der Vereinspräsident. Knossi hat sich mal als Oligarch bezeichnet. Ja, ich glaube, die beste Formulierung für ihn selbst findet Knossi. Und er wechselt gerade seine Schuhe, aber kommt schon wieder zurück. Die guten Yeezys. Jetzt gegen Ende ist jemand aufgefallen, du hast Leibchen falsch rum. Ja, ist wirklich falsch rum. Guck mal, du hast dein Etikett da vorne. Muss so sein. Ja. Das ist, damit ich es noch umtauschen kann. Umtauschen. Knossi spielt mit seinen Yeezys, weil die Fußballschuhe waren eine Nummer zu klein und die Yeezys sind irgendwie eine Nummer zu groß. Die fliegen ihm ja die ganze Zeit weg. Oh, jetzt nach links. Ah, doch, zu Jens. Starkes Ding von Jens. Sauber! Jetzt wisst ihr, worauf Jens spekuliert hat im ganzen Training. Davor alle ein bisschen underrated, zeigen, was er kann. Und dann, wenn es um die entscheidenden Tore geht, dann schießt er auf das nächste Tor. Ich hab die Lücke gesehen! Mit den richtigen Schuhen. Jetzt ist 420 Euro. Dann in der Bink. Ist der Schuss, ist der Treffer garantiert. Jetzt ist 420 Euro. Mit den Sternen habt ihr dann auch am Ende die Chance, bei Gewinnspielen teilzunehmen. Aktuell ist ja der Schal, den wir vorhin gesehen haben. Du bist bei der Bank nochmal und du? Ich arbeite beim Gericht tatsächlich. Du bist Gerichtsvollzieherin? Genau. Du bist hier? Ey, das ist immer gut, Chat. Wie wichtig ist es einfach, mit der regionalen Gerichtsvollzieherin per Du zu sein? Ist doch so, du hast ja ein paar, da gehst du hin, du weißt genau, kriegst einen Kaffee, ne? Mhm. Der unterschreibt alle drei Jahre einmal, ne? Und gut. Ja, dann war es das auch wieder. Hat er wirklich, Steven? Jetzt kann ich dem Trainer auch mal ein bisschen. Steven, mach du mal eins, mach mal vier Tore. Den habe ich jetzt kein Tor. So eine Schande, wirklich. Da wird es aber Zeit für den Trainer wechseln. Jetzt macht sich halber Chat Schulden. Oh, komm. Ja, Chat, eine Pfändung kann doch was Gutes haben. Jens, der Chat sagt, wenn du so viel reden kannst, dann hast du wenig trainiert. Dann weiß der Chat aber mittlerweile nicht, dass Reden mein Talent ist. Und zwar 8, 9, 10 Stunden am Stück. Egal in welcher Lebenssituation. Egal. Draußen, drinnen, bei heißem Wetter, bei kaltem Wetter. Im Keller, im Bett oder bei meiner Mutter daheim. Und Balkon. Hacke! Vorlage gegeben! Wichtig! Vorlage während des Interviews! Jens, der Chat will nochmal deinen Ronaldo-Jubel sehen. Von daher, gib nochmal Gummi und dann Jubel.
Ja! Was willst du denn? Ein Ronaldo-Jubel! Chat, wisst ihr jetzt, warum ich mich fürs Kommentatoren-Ding entschieden habe und ich mich hier als Spieler angemeldet habe? Genau das ist der Grund. Chat, habt ihr jetzt das Gefühl, dass sie sich ein Bier verdient haben? Alle Kreisligaspieler kennen es, das wichtige Bier nach dem Training. Schreibt mal rein, ja oder nein. Und ey, Adam, ich habe das tatsächlich heute auch in deinem Sinne mal gemacht. Ja, weil, wie wir mal ehrlich sind, wir bewegen uns wirklich, du auch nicht. Meinst du, Adam sagt, wenn wir im Hotel im ersten wohnen, komm, lass uns laufen? Der steht immer am Aufzug. Und deswegen sind wir heute mal hier, Adam. Ich danke dir zunächst einmal, dass du dir so viel Sorgen um mich machst. Ich möchte den Fokus gerne aber auch auf dich lenken, dem das sicherlich auch sehr gut getan hat. Auch jetzt zu Beginn deiner Trennung von den Zigaretten, die sicherlich damit einhergeht. Denn ein sportlicher Geist verlangt keine Zigaretten, nicht wahr? Und deswegen freue ich mich, dass wir damit dich jetzt ab heute auch rauchfrei machen. Das kannst du abschminken. Ich möchte alle begrüßen, die uns heute Abend hier im Internet begleitet haben, live im ersten Stream beim SC Baden-Baden und bei dem Knossi-Projekt. Mein Name ist Thomas Volz. Ich bin hier erster Vorsitzender beim Sportclub Baden-Baden seit 2009 und möchte mit dem Projekt den SC Baden-Baden dann und auch mit der Mannschaft und mit dem Umfeld wieder in eine erfolgreiche Zeit führen, die wir schon mal in den 70er Jahren hatten. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch.